letzten Ferienwoche noch einmal in den Tierpark. Am 22. August fand in ganz Mecklenburg-Vorpommern der Landeszootag statt. 17 teilnehmende Einrichtungen haben besondere Besucheraktionen vorbereitet. Das Land hatte 200.000 Euro für Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt, damit bis zu 14-jährige Landeskinder freien Eintritt genießen konnten. Die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, Stefanie Drese, kam besonders gerne in den Rostocker Zoo. Ja, ich kenne den Zoo schon seit meiner Kindheit. Deswegen bin ich auch ganz eng mit dem Rostocker Zoo verbunden, bin Mitglied im Förderverein hier und habe mir heute ja angucken wollen, wie dann gleich der Ansturm ist. Um 9 macht der Rostocker Zoo ja auf, früher als manch anderer Zoo oder Tierpark. Und es geht auch schon langsam das Treiben los. Also ich gehe mit einem guten Gefühl heute aus diesem Landeszootag dann nachher wieder ins Büro. Der Rostocker Zoo hatte sich ganz besondere Aktionen einfallen lassen. Grundsätzlich ist der Zoo wie immer offen. Wir haben ja auch noch Ferien, wir haben auch noch unsere Ferienprogramme. Wir haben eine unglaublich schöne Ausstellung facettenreiche Insekten, die immer noch zu bestaunen ist. Wir haben heute an der Schmetterlingswiese flatterhafte Schmetterlinge, nochmal so eine Sonderaktion, die unsere Kolleginnen und Kollegen vorbereitet haben. Und wir haben natürlich heute unser gesamtes Team auf den Beinen, sodass wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal eine kleine Zusatzfütterung machen, wo wir keine festen Uhrzeiten haben, sondern unsere Tierpfleger sind einfach da. Wenn Besucher da sind, wird was Schönes erzählt oder es wird eine tolle Fütterung gemacht. Wir sind einfach für die Kinder, für die Familien, für die Gäste heute in einem besonderen Maße nochmal da. Wir sind immer gern für unsere Gäste da, heute nochmal mit einer verstärkten Kraft. Morgen. Morgen. Bildungsministerin Simone Oldenburg besuchte am Landeszootag mit Kindern der Kita der Lütten-Plappersnuten aus Proseken den Tierpark Wismar. Für die Ministerin sind Zoos und Tierparks Orte, an denen Kinder lernen können, nur eben anders. Aus diesem Grund unterstützt sie das gleichnamige Projekt Lernen am anderen Ort. Lernen findet ja nicht nur in der Schule statt, sondern ja jeden Tag überall. Und da sind natürlich die sogenannten außerschulischen Lernorte wie unsere Zoos und Tierparks etwas ganz, ganz Besonderes. Hier lernen die Kinder so viel, was sie in der Schule einfach nicht haben, weil wir dort eben nicht die Möglichkeit haben, Tiere zu füttern, anzufassen, dann auch von Tierpflegerinnen alles erklärt zu bekommen. Also eine ganz fantastische Möglichkeit, tatsächlich außerhalb der Schule zu lernen. Beim Lernen am anderen Ort stehen neue Erfahrungen und Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt der Bildungs- und Erziehungsarbeit. Außerdem soll der Gemeinschaftssinn gestärkt werden. Lernen am anderen Ort schafft Raum für Begegnungen mit der unmittelbaren Umgebung, mit der Natur, mit der Umwelt, der Kultur, der Geschichte und Politik, der Wirtschaft und dem Sport. Des Weiteren ermöglicht Lernen am anderen Ort Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt. Großer Andrang auch im Zoo Schwerin. Unter den Besucherinnen und Besuchern Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Zoominister Dr. Till Backhaus. Gemeinsam mit Zoodirektor Dr. Tim Schikora und der quirligen Kita Sonnenschein machten sich die Minister auf den Weg durch den Zoo. Wichtiger Halt, das inzwischen wieder geöffnete Rote-Liste-Zentrum. Dort wurde der kleine Löwennachwuchs beobachtet. Endstation des Rundgangs, das Gehege des roten Pandas. Und dann war es endlich soweit. Manuela Schwesig erhielt eine Tierpatenschaft über das neugeborene Panda-Junge. Der Nachwuchs kam am 9. Juni im Zoo Schwerin auf die Welt. Aktuell ist der kleine Panda noch in einer künstlichen Höhle, um zu wachsen. Schon bald klettert er aber mit seinen Eltern durch die Bäume. Für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gilt der kostenfreie Eintritt beim Landeszootag als Dankeschön an die Familien aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ganz, ganz viele Familien aus dem Land, Urlauber, Gäste gehen gerne in unsere Zoos und Tierparks und dafür sind sie auch da, dafür unterstützen wir sie. Aber heute gibt es eine ganz besondere Aufmerksamkeit für die Familien aus unserem Land. Alle Kinder bis 14 dürfen kostenfrei heute in den Zoo und wir sehen es ja, hier der Schweriner Zoo ist voll mit Kita-Gruppen, mit Ferienhortgruppen und das ist nochmal unser Dankeschön an die Kinder in MV, die ja auch in der Schulzeit immer ja, viel leisten müssen, stark durchhalten und ich habe mich gefreut, dass heute so viele hier waren. Unterdessen war Kritik aufgekommen, dass nur Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern kostenloser Eintritt in die Zoos hierzulande gewährt wurde. Niemand wird benachteiligt, denn alle können das ganze Jahr alle Zoos und Tierparks nutzen. Und wir als Land unterstützen die Zoos, dass die Preise für alle Gäste, ob aus dem Land oder aus anderen Regionen, bezahlbar bleiben. Heute gibt es ein besonderes kleines Dankeschön für die Familien aus unserem Land. Es ist unser Danke an die Kinder und Familien, die durchhalten. Dieses Dankeschön kommt aus der Corona-Zeit. Für Umwelt- und Zoominister Dr. Till Backhaus sind die zoologischen Gärten neben dem Freizeitstandort auch Bildungsstandort für Kinder und Familien. Zudem hebt er die Wichtigkeit der Zoos hervor, um die tierische Artenvielfalt zu beschützen. Der Erfolg, auch der Maßnahmen, die großen Investitionen, die wir getätigt haben, der gibt uns recht. Denn asiatische Löwen haben Nachwuchs bekommen. Das ist weltweit eine ganz große Besonderheit. Oder der rote Panda, nicht umsonst hat die Ministerpräsidentin dem roten Panda ja die Schirmherrschaft übernommen. Auch das ist ein Riesenerfolg. Das gibt es nicht oft auf dieser Welt. Insofern gibt es ja Kritiker, die sagen, wir brauchen die zoologischen Gärten, die sollen wir abschaffen. Ich kann nur eins sagen, für mich sind die zoologischen Gärten Wirkungsstätten. Das sind tatsächlich auch artenerhaltende, großartige Leistungen, die erbracht werden. Und ich bin Zoo-Fan. Der Landeszootag sollte zeigen, wie wichtig die Zoos in Mecklenburg-Vorpommern sind. Durch sie wird die Artenvielfalt der Tiere aller Welt gezeigt. Diese wird geschützt und erweitert.